Freunde, heute werde ich zusammen mit Olli, Maurice und Leonard Köln unsicher machen. Oh, herzlich willkommen. Junge, der ist so verloren, der Typ. Wow, Bruder! Was geht ab? Alter! Oh. Ich habe einfach von Charlina geträumt und ich bin aufgewacht, bin gekommen. Also wenn wir jetzt nicht rausgezogen werden, weiß ich auch nicht, Bruder. Hör mir ins Gesicht! Oh, mir vom Arsch. Das tat ein bisschen weh an meiner Hand. War's geil? Ja, würdest du auch wieder empfehlen oder? Ich würde es empfehlen. Maurice, willst du mal probieren? Ja, danke. Leonard? Ja, sehr gerne. Leonard muss aber jetzt richtig draufhauen. Volle Möhre. Junge, Alter! Und damit auch hallo und guten Tag, Olli. Hallo und guten Tag, Maurice. Moin, moin. Und hallo, Leonardo Tornado. Kannst schon sehen, dass ich ein Autoritätsproblem hab. Olli, du hast was vergessen. Was hab ich vergessen? Dein Motorrad. Ich stell das kurz hier ab, ja? Es wird sonst geklaut. Herzlich willkommen! Junge, der ist so verloren, der Typ. Das ist so, da kann jeder anfassen, aber hier fass ich dich nur an. Was ist das denn jetzt hier für eine... Oh mein Gott! Ey, ich weiß, kann das nicht! Ich dachte, ich rutsche jetzt hier, wenn ich Vollgas gebe. Frohe Weihnachten! Sie haben wunderschöne Katzen! Seit wann bist du so unterwegs? Digga, ich hab hier gar keinen Grip, Alter. Ey, damit ich hab so eine kranke Bizeps-Übung, die kann ich dir gleich mal zeigen. So? Hä, ist das nicht die Übung? Doch, doch, das ist die, aber ich meine, ich kenne auch eine andere. Charlina, so David, du hast ja als Hausaufgabe eine Weisheit überlebt, ne? Leg mal einfach los. Niro, Naro, Löffel, Stiel, wer viel der ist doch viel. Gut, dankeschön. Nein! Ich hab mein Y-Food verloren! Nein! Wo ist das? Alter, er dreht einfach auf der Straße, Junge! Digga, wo ist das? Keine Ahnung! Einer hat da gelacht. Maurice hat das safe. Das ist nicht runtergefallen, das hätte ich gehört. 100% einer von euch Dieben hat mir mein Y-Food gemobbt. Das ist nicht runtergefallen. Das hat einer geklaut. Guck doch erstmal, bevor du uns Junge, Alter. Wo ist das? Gib mir mein Y-Food wieder. Ich schon wieder. Ich hab gefurzt und gelacht. Maurice, safe. Maurice war so still. Der hat das genommen. Was ist das denn? Das kann nicht rausfallen. Das geht gar nicht. Ich hab das genommen. Was denn hier passiert? Guck mal hier, Alter, da ist der Baum umgefallen, Junge. Wow, Bruder. Alter. Junge, der Baum ist einfach komplett auf das Auto gekracht und hat das zermalmt. Der hat doch safe Gewindefahrwerk hinten. Junge, der Opel ist im Arsch, Alter. Guck dir das mal an. Imagine einfach, du gehst morgens aus der Haustür raus, siehst dein Auto und dann liegt da so ein ganzer Baum drauf, Alter. Chef, ich kann heute nichts kommen. da ist mein Y-Food wieder. guck. So schlecht, Alter. So schlecht. Das finde ich aber echt nicht so korrekt, dass du David jetzt einfach das Y-Food geklaut hast. Ja, hä, ist meine Mahlzeit. Ich wusste davon nichts. Vor allem kriegst du mit David minus YouTube 10% Rabatt auf das gesamte Y-Food-Sortiment. Ey, guck mal da, Digga, da ist so ein Rideout. Was geht denn jetzt ab? Was geht? Was geht ab? Alter! Was geht? Alles klar, Mann? Was geht? Servus. Ich hab euch gerade gesehen, dachte mir, was ist das für ein heftiger Rideout, Digga. Wo fahrt ihr hin? Ringe. Sollen wir zusammenfahren? Ja? Zusammen. Ja, let's go. Digga, die fahren hier ohne Rücksicht auf Verluste alle auf dem Hinterrad. Wie geil ist das, Mann? Ey, sind wir noch in Köln oder in New York, Alter? Das hab ich noch nie gesehen. What the fuck? Digga, ist das ein geiler Tag, Alter. Der swirft hier so krass die ganze Zeit. Der ist wirklich gut, ne? Der ist unfassbar gut, der Kleine. Ich hab jetzt live hier. Live? Live. Können Sie mal meinen Arsch filmen? Can I get a hole? Olli, übertreib nicht, Digga. Chill. Hör mir mal bitte zu. Ich hab einfach von Charlina geträumt und ich bin aufgewacht, bin gekommen. Ich schwöre es, ich bin Alter, gekommen. Alter, Junge. Meine Hose, da war alles voll. Es war auch so viel. Das hast du der gesagt. Ich hab dir das gesagt. Was hat sie dann gesagt? Ich fand das nice. Digga, was für eine Scheiße muss ich mir hier schon wieder anhören? Ey, willst du mich verarschen, Mann? Ey, was ist das? Ey, das hängt am Klebeband, warte mal. Junge, sein Kennzeichen ist einfach tot. Hey, wie leicht ging das an? Das wäre doch so gemacht. Als wäre das so am seidenen Faden, Digga. Das hing halt wirklich schon am seidenen Faden. Also wenn wir jetzt nicht rausgezogen werden, weiß ich auch nicht, Bruder. So.
Wie als wäre das so ein Laufrad, so. Junge, diese Strömung, das ist echt krank, ich gönn mir die jetzt. Ich hab jetzt erst gecheckt, was du mit Laufrad meinst. Diese kleinen Pokis, Alter. Ja! Ja! Ja. Ich weiß nicht, ich finde es auch eigentlich keinen witzig so. Ich habe auch so viel Spaß gehabt so in meinem Leben und war alles nice. Ich muss auch nicht mehr irgendwie rum mit irgendwelchen Weibern oder so, weil das gibt mir nichts. Irgendwelche Eltern kennenlernen und so, das muss ich so Reste essen machen und so, weißt du, ich kann so eine aussuchen und ist alles nice. Auf Ernst, keine Ahnung, ist mir das alles scheißegal. Bei mir gibt es nicht 1, 2, 3 unendliche Chancen, sondern so einmal, wenn man das verkackt, weg. Achso, das Ding. Knall sie die ganze Nacht. Über Rot. Punkt. Ja, aber du bist ja nicht über Rot gefahren. Du wurdest ja über Rot geschoben. Das erkläre ich dir noch genauso. Sie sind über Rot gefahren. Nein, das stimmt nicht. Hör mal Olli an, komm. Hör mir ins Gesicht! Der Junge hat echt den Knall noch nicht gehört, ne? Was soll Charlinas Papa denken, wenn er das hier sieht? Ins Gesicht, ins Gesicht. Sie dürfen die Braut jetzt... Hör mir ins Gesicht! Was ist mit David los? Durch. Wir haben den ganzen Tag hier jetzt in der Stadt irgendwelche Faxen gemacht, sind da rumgeeiert wie die größten Fahranfänger. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch ein bisschen das Vorderrad in der Luft halten. Ja, Mann, ja, Mann. Let's go, komm. Junge, was ist das für eine geile Straße hier? Boah, ich krieg alles ins Gesicht, Alter. Ja, hab ich doch gesagt. So eine Sch***e. Ey, du Drecksau! Ja, komm, zieh durch! Ja, Leonard! Huf, huf! Ja, ja, ja! Alter, du hast dich fast gemault, Mann. Das war richtig close. Guck mal, der Truckfahrer, der will einen Wheelie. Hey! rechts lang, hier drüber. Da kann man nämlich jetzt springen. Die Rampe da? Ja. Komm, Maurice, zeig mal, was du kannst. Alter, Junge, Maurice ist einfach ein Experte, wenn es ums Springen geht.